Dun, dun, dun. Bam, 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 bam. Outlast bei den Spielkindern. Ein weiteres Spiel unserer Spielkinder-Geisterstunde, ein Indie-Horrorspiel, das gerade so ziemlich ganz die ganze Welt der Videospiele erschüttert, nämlich mit seiner unglaublichen Gruseligkeit. Und wir spielen das jetzt auch mal, weil wir einfach Mitläufer sind und Mainstream und jeder das spielt. Ja, und Grüße an Gronkh. Der guckt uns ja auch immer. Genau, naja, guckt auch ab, ne? Ja, natürlich. Deswegen hat das ja auch schon vor einem Monat gespielt. Ja, rate mal, warum der so erfolgreich ist. Ja, er lernt von den Besten. Mhm. Norbert spielt jetzt, wie man sieht, hier ist ja unser Spielplatz. Und da er sich die letzten Male gedrückt hat, beziehungsweise ich das die Maus an mich gerissen habe, ist er jetzt dran. Und ich kann mich... Warte mal, warum ist das jetzt so schwitzig, die Tastatur? Das liegt daran, dass da Angstschweiß reingetropft ist. Eingezogen. Gut, dann drückt doch mal auf neues Spiel. Ich hoffe, dass das nicht abstürzt bei jeder Ladepause. Outlast enthält schwere Gewalt, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Das Wir wünschen Blut dir viel vergessen. Spaß. Nee, Blut habe ich nicht vergessen, das kommt von ganz alleine. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, sterben hört sich nicht gut an. Ich würde sagen, das machen wir, also letzteres. Ja, na, erstmal fahren wir vor. Ja, es ist an sich eigentlich eine lange Geschichte, die wir hier durchzuspielen haben. Genau, ich glaube, das Spiel ist nicht irgendwie in einer halben oder einer Stunde zu schaffen. Das kostet ja auch ein bisschen was. Das ist kein kostenloses Spiel. Wir spielen das jetzt erstmal an und wenn es uns gefällt, dann überlegen wir mal, vielleicht spielen wir das dann nach der Schocktoberwoche einfach weiter. Mhm. Ja, und spielen es noch durch. Wenn es uns nicht gefällt, dann lassen wir es bleiben. Oder wenn wir zu große Angst haben. Ja, wahrscheinlich eher das. Ich justiere mal die Kamera noch ein bisschen, weil der aber zu groß ist. So ein riesiger Kerl. Riesig, ja, das ist mein Markenzeichen. So. Alles an dir. Bis auf das, was zählt. Oder. Press Assault. Mount Massive Asylum. Ja, wir sind ja ein Pressefuzzi. Ja. Oder ein Journalist, wie sie sich selber auch manchmal nennen. Und das sieht schon sehr, sehr gruselig aus. Und ich weiß nicht, warum ich nicht Journalist bin. Weil du das nicht bringen würdest? Weil du deine Rechtschreibung zu schlecht ist? Keine Ahnung. Also meine wär's. Wenn ich die Autokorrektur von Word nicht hätte. So, jetzt kannst du dir alles greifen. Das ist dein Notizheft. 17. September 2013. Das sind E-Mail-Adressen. Tipp, illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Aha, also eine Verschwörungstheorie von einem Technikadministrator, der da Sicherheitssysteme installiert hat. Und wir haben eine schöne... Eine Kamera. Kamera, sogar in HD nehmen wir auf. Sehr gut. Und noch kannst du nichts steuern, oder? Nee, der macht das alles automatisch. Also zeigt uns, was er kann. Sehr gut. Ich finde die Grafik ganz hübsch. Also ja, auch die Handanimation. Erinnert mich ein bisschen an das an die Vollversion von Slender. So nee. von der Qualität der Grafik her. So, ja, so ziemlich gut, aber kein Crisis. Deine Ziele werden in deinem Notizblock-Tabulator aktualisiert. Dort findest du alle Notizen, gesammelten Dokumente. Okay. Also Tabulator, da finden wir das dann alles. Notizen, Dokumente. Da brauchen wir jetzt N und J aber wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Gut. Auf nochmal. Ist doch Bescheid. WASD ganz normal, ne? Umgucken. Kann ich springen? Ja. Ja, sehr schön. Ducken geht auch. Ducken ist auch gut. Wo wir springen können. Wo ist unsere Schusswaffe? Scheiße. See. Vor allem, was habe ich gerade gesehen, ne? Wollen wir mal lächeln? Hallo! Hallo! Ich bin mal gleich hier. Oh, wir können hier nicht rein. Na, schade. Aber die Tür war doch offen. Ja.
eine nachvollziehbare Levelbegrenzung. Ja, ich glaube. Yay! Davon können wir ein Lied singen. Die mögen wir doch. Warte mal, das ist jetzt vielleicht so der dritte Tag des Schocktobers. Das, ja, die kennt ihr ja schon, die nachvollziehbare Levelbegrenzung. Oder seht sie heute. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt. Ja. Um die langsam aufzuschieben. Also, mach mal. Halt mal gedrückt und... Ah, guck mal, dann kannst du sie... Boah, was ist das für ein Effekt? Krass. Rechte Maustaste. Okay, Ereignis aufgenommen? Du hast doch gar nichts aufgenommen. Verarschen kann ich mich alleine. So, na, wir können es ja mal mit N machen. Kannst es mal direkt hier... Ja, ah, guck mal, also das Ereignis ist, wir sind da. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort mal anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Wir werden sehen. Also, die... Oh. Scheiße. Ganz ruhig. Der Grundgedanke ist ja, dass man alles mit seiner Kamera aufnimmt und der hat auch einen Akku und sehen immer, wie viel Batterien wir haben. Nach einer Zeit geht das auf jeden Fall runter, der Akku. Nehme ich auch an. Die Frage ist, lädt er sich wieder auf, wenn wir die Kamera ausmachen? Ich glaube nicht, nein. Also vielleicht, wir brauchen bestimmt Batterien, ne? Genau. Ah, okay. Drück umher, der Akku. Ja gut, das kriegen wir hin. Oh, guck mal, hier mit Militärfahrzeugen und so. Also sind ja hier so panzerartige Dinger. Was sind denn das für Teile? Also, so Truppentransporter oder sowas? Ja, so ein bisschen. Nachrichtentransporter. Ja, weiß ich nicht. Weil die haben auf jeden Fall irgendwie so Tanks an der Seite. Das ist ein bisschen komisch. Ich dachte so... Ja, man weiß es nicht. Da rein in die gute Stube, ne? Mal klingeln? Na, geht nicht. Funktioniert nicht. Oh, dieser Verwischeffekt, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Vielleicht können wir den nachher noch in den Optionen irgendwie. Oh, geht nicht. Ja, muss da aufgehen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal einen anderen Eingang. Gibt es hier ein Fenster oder sowas? Oh, dieser Verwischeffekt. Ja. So, vielleicht in meine Grafikeinstellung. Kannst du vielleicht mal kurz Escape drücken? Dass wir gucken wir nochmal. Optionen. Jetzt seht ihr auch mal das Optionsmenü. Ja. Grafik. Und dann kannst du da Bewegungsunschärfe ausschalten. Ja, ich denke. Guck mal, mach das mal aus. Das sieht zwar gut aus, aber. Ja, aber es ist ein bisschen zu viel einfach. Wenn so. Du aus dem Menü raus. Okay, guck mal, hier kommst du. Da kommst du unten durch bestimmt, ne? Da wollen sie gleich das Kriechen. Ja. Eben. Ein In-Game-Tutorial. Das ist irre. Machen wir einmal die Kamera an. Also sobald man irgendwo drauf ist, kriegt man eine neue Notiz. Okay. Ja gut, das hat es jetzt gebracht. War fast absehbar. Ist noch was? Nee. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben hinein und herauszoomen. Also wenn du ihn angewählt hast. Ach so, und dann sowas da zu sehen. Da kannst du ins Fenster rein. Okay, das heißt klettern. Ja. Dann bringen sie uns auch gleich bei, wie man Leitern hochklettert. Das ist doch schön. Oh, einfach drauf zu laufen. Also bisher ist es nur so mittelgruselig. Also mein Gruselmeter ist gerade auf der Skala von 1 bis 10 bei 2. Hallo? Guck mal, jetzt hier nach oben springen, hält er sich dann fest. Oh, sportlich. Die Musik ist schon böse, ne? So ein bisschen. Ja. Also Sounds hören ja immer bei Gruselspielen jetzt auch. Oh, oh. Man hat sogar einen richtigen Körper. Sowas finde ich gut. Wie bei Among the Sleep, ne? Ja, na ja auch. Jetzt könnte ich noch einmal rumspielen. Das wäre eine gute Option. Ich finde, jedes Spiel sollte diese... Oh. F? Achso, während. Oh, ey, diese Nachtsichtkacke. Das ist jetzt wenn schon jetzt wieder... So, was ist denn das? Jetzt also können wir... Dreck am Boden. Ich habe mich gar nicht bewegt. Ich habe irgendwelches... Ich denke mal, wir müssen da hinten hin, wo das Licht ist. Ne, nee, ich glaube, du bist das schon. Oh, vielleicht sollten wir es anlassen. Ja. Da geht jetzt aber die Batterieanzeige richtig schnell runter. Ja. Also ich glaube, das ist ganz schlecht für die Kamera. Oh, man kann sich auch so um die Ecke. Mit Q und E oder was?
Der linke. Ja, genau, mit. Okay. Dann lehn dich mal. Ja, okay. Weißt du das auch? Ja, das war nicht ich. Okay. Ich hätte irgendwie total das Verlangen, die ganze Zeit geduckt zu laufen. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber. Ich lag das, da hinten müssen wir sicherlich hin. Ja. Kannst du mal durchs Fenster, da kommt Licht rein, sonst ist da nichts. Auf irgendeine Notizen. Ja. Nee. Okay. Wo also kommt denn das Licht? Ja, Mondlicht, ne? Das gute alte warme orange Mondlicht. Oh, dieses Knarzen, furchtbar. Ach, diese verdammte Fernsehre immer! Lass das doch mal bleiben! Was haben wir? Halb 10 oder was ist das? Ja, so ungefähr. Nee, es war früher, oder? Guck nochmal hoch, guck mal zu. Das ist doch, welcher ist denn der kurze und welcher der lange? Das ist jetzt. Der kurze, nee, der dicke fünf, ist der neue. Nee, ich glaube, das würde aber Sinn machen, weil jetzt halb 10 geht nicht, aber dreiviertel 5 würde schon. Ja. Nee, ja, du hast ja eigentlich recht. So. Ist aber komisch. Oh Mann, ich will die Tür gar nicht so. Drücke linke Maus, hast du zum Schluss. Ja. Okay. Aber denk dran, du kannst die Tür noch langsam öffnen, ne? Also ja. Mit links gedrückt halten. Da ist nichts, komm. Sieht gut aus. Einfach mal frei heraus. Schleichen kann ich nicht. Ja. Bewege dich in Richtung, um dich hindurch zu zwängen. Ach, das macht er dann automatisch. Ich kann okay. Ja, da kann ja gar nichts passieren. Nee, es sind überall Blut, aber. Ja, das war da schon. Das ist seit 71, seit das Ding zu ist, die Anstalt, haben wir ja vorhin gelernt, ist da jetzt Blut. Guck mal, da ist ein Computer, da kannst du doch in Ruhe. Ah, Batterien, schau mal. Batterien und bestimmt auch Dokumente. Ja. Ach, guck mal, nur für das Infrarotlicht. Also die Kamera kannst du jederzeit anhaben. Ja. Nur das Infrarotlicht. Kannst du da noch irgendwas aufnehmen? Nee. Auch in dem Schubladen nicht? Nee. Kann ich kriegen, okay. Wie ich ja. Wieder ausmachen? Nee, will nicht. Hm. Wieso blendet das jetzt jedes Mal ein, wenn man da... Das finde ich ein bisschen viel. Also das ist der Kreis in der Mitte, ja. Reicht doch eigentlich schon. Also wir haben jetzt Untertitel eingeschaltet, falls irgendwas gesagt wird und so, das... Ist ja in Let's Plays immer irgendwie besser. Auch wenn es ein bisschen die Atmosphäre kaputt macht, aber wir labern ja hier auch noch. Oh. Ach, das blinkt dann so, ja, dass man es einsammeln kann. Okay. Dann Dokumente. Wall Rider. Krankenbericht. Murkoff Psychiatric Systems. Project Wall. Whale Rider. Wall Rider? Wall Rider, oder? Aber Wall schreibt man mit der Wall, ja. Aber egal. Machen wir mal den Start. Blablabla. Männlich. 19. Carl Houston, den werden wir bestimmt auch nochmal wiedersehen. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein, also Träume, die er selbst steuern kann. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Aha. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Mach mal weiter. Da ist da unten ein Pfeil. Das ist jetzt so. Achso. Da rechts. Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD, also von Murkoff. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Blablabla, Project Wall Rider. Also der Patient hat offensichtlich von einem Mitarbeiter von Murkoff die Träume gelesen. Die Gedanken gelesen, telepathisch oder was auch immer. So Telepathie ist ja auch schon immer in Grusel gerannt. Ja. Und dadurch herausgefunden, dass die Mutter eine Klage vorbereitet. Okay, das sieht komisch aus. Oh. Aber warum sollte denn Murkoff verklagt werden, ist die Frage. Warte mal, hast du es gesehen, wenn man hier durchläuft? Das macht man auch. Das macht man auch. Okay. Die hast du nicht zugemacht. Nee, deshalb. Nicht so hektisch. Okay. Fuck.
Quack. Nein, ich will mich gar nicht mehr bewegen. Nee, oder? Stillstand. Stehen, damit es weitergeht. Willst du nicht mal in die Badezimmertür reingucken, wo das die zugegangen ist? Ja, gleich. Also, gib's euch zu, du willst da nicht reingucken. Aber du musst. Da ist doch da. Ich versuche erstmal alles anzuklicken. Oh, was geht denn? Okay, da liegen hier kann man nichts machen. Ekliges? Nee. Gut, dann gucken wir mal ins Bad. Dieses langsame Türen öffnen macht es aber auch nicht besser. Das war beim Ninja auch schon so. Ja. Dadurch wird es aber auch nicht weniger gruselig. Nur des Interesses halber, die Tür rechts kann man nicht aufmachen. Oder? Okay, die auch nicht. Ja, okay. Also wir müssen durch den Luftschacht. Ja. Auch gut. Ja, immer schön hier. Kann ich nicht nochmal zumachen, habe ich das Gefühl, weil ich bin zu blöd. Also nicht langsam zumachen, oder was? Aha. Luftschächte sind ja auch überhaupt nicht gruselig. Nachtsicht. Voll Spinne. Ja, Igitt. Ah! Ah, ist ein Patient. Okay. Ja, wir gehen weiter. Ich glaube, der junge Mann, den besuchen wir später nochmal. Der will. Ja, ich glaube, der will seine Ruhe haben. Ja? Was war das, ja? Will ich eigentlich was machen? Nee. Das warst du selbst, glaube ich. Okay, jetzt sind wir hier in einem anderen Teil. Boah. Ah, nee. Es ist, glaube ich, ausreichend ohne Nachtsicht. Speichert. Speicherpunkt. Oh, Library. Wir probieren es erstmal, ne? Ist bestimmt zu. Guck mal, da steht was davor. Ja. Pech gehabt. Ich will ein bisschen Nachrichten hier. Aber es ist, was ich schon gehört habe, echt schwer, Informationen zu bekommen. Also, weil man oft Sachen übergeht. Ja, es ist gut, dass du das. Dass du. Gerade wollte ich dich noch loben. Dafür, dass du immer alles im Blick hast. Was geht denn hier ab? Warum hängen da blutende Leute von der Decke? Ich dachte, das ist eine verschissene Psychiatrie und kein Schlachthaus. Alter. Guck dir das mal an. Ich weiß es nicht, was ist da los? Überall. Warum hängen denn hier Leute? Das sieht aus wie Sicherheitsleute, oder? Kann das sein? Guck mal, das ist so ein gepanzerter. Der lebt noch, oder? Hinter dir? Zicado. The Varians. You can't fight them. You have to hide. And unlock the main doors. Security control. Steck dir da. Scheiße. Spießt. You have to get the fuck out of this terrible place. Dann gehen wir einfach wieder da raus, wo wir herkamen, oder? Ich will nicht weiter. Ah, scheiße. Oh, da ist was, da ist rechts. Da war was, oder? War da was? Da war was. Aber wir müssen ja. Ja. Okay. Ja, es gibt jetzt hier auch keinen Ort zum Verstecken, also wir müssen ja weiter. Du siehst auch, weißt auch, wie er total nervös. Verständlich. Bei Amnesia gab es ja noch immer diese Sanity-Anzeige, wie wahnsinnig er ist, ne? Und wie zurechnungsfähig. Wenn man zu lange im Dunkeln war und so. Das. Oh, da ist kaum noch Batterie. Ist da Licht drin? Nee. Oh nicht. Fuck, ey. Ist das unsere Batterieanzeige ja. Eigentlich? Die, also ich kann mit nachladen. Okay, aber das machen wir erst, wenn es leer ist. Will da jetzt nicht rein, oder? Wollen wir? Ne, wir gehen erstmal rum. Weil ja, wir müssen uns ja alles anschauen, ist ja klar. Ah doch, guck mal, da geht's weiter, also kann man hier auch immer gucken. Wie das geht. Da geht's nicht weiter, wann geht's denn da? Achso. Man kann ja jede Tür ausprobieren und. Das stimmt. Ich frage mich auch, ob die Bilder irgendwie an der Wand, ob man da was findet, aber. Ja. Oh, guck mal, wie die Tür schon aussieht. Ey, wieso sieht denn eine Tür so aus? Little Fig. Was? Oh! Ah! Ah! Alter, was ist denn das für ein Arschloch? Was ist für ein fetter, hässlicher Typ? And who are you,
Wir sind der Neue. Ich was machen? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Das ist ein religiöser Spinner. Oh, ist das brutal, ey. Packt er dich plötzlich von hinten. Sauerei. Okay, aber was liegt denn da? Zerstückelter Mensch. Fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay. Haben wir irgendwelche neuen Sachen? Ich bin drin. Ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann, das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja, das wird zu spät. Moment, da haben wir keine neuen. Nee. Oh, fuck, ey. Ja. Was steht da? Keine Kamera. Gospel. Hat sich da gerade irgendwas bewegt? Ist irgendwie Licht oder was da flackert? Ja, sind irgendwelche Computerbildschirme an oder sowas. Wie ist das hier überall für... Da sehe ich mir eine schlechtere Grafik zurück, oder? Weil das sieht leider zu gut aus. Zu eklig. Ich kann gar nichts machen. Aber du hast deine Kamera wieder. Proclaim heißt das, ne? Okay. Ja. Gut. Schauen wir mal weiter, Norbert. Hast ja gerade so viel Spaß. Dann wollte ich dich auch nicht unterbrechen. Nee, also wenn du willst, können wir gerne tauschen. Um Gottes Willen. Das ist hier, das Security? Hallo! Ist da wer? Also hier gibt es auf jeden Fall wenigstens noch einen, der zumindest soweit bei Bewusstsein ist und bei Verstand, dass er reden kann. Nämlich diesen komischen Pfarrer. Priester oder Pfarrer. Oder oh, was das war. Nein. Fuck. Da knarzt du mir. Weißt du? Hör mal. Du läufst doch nur durch die ganze Pampe da, das ist doch... Ich laufe mal hier lang weiter. Mann! Mir reicht's eigentlich auch jetzt schon wieder. Wer spielt denn sowas? ganz schlechtes Beispiel. Ja, okay. Ich finde auch, welcher Archäologe trägt denn eine Waffe? Schlechtes Beispiel. Guck mal. Ah, ein Dokument. Sehr gut. Dokumente, wa? Jupp. Warrider, Chris Walker. Chris Walker wird wieder mal von Rudolf Wernicke behandelt. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Blablabla. Mittlere bronchiale Akkumulation, also genau. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ich glaube, den haben wir gerade getroffen, ja. Oder? Extensive Dermaleruptionen, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm, eine wahrere Sicht vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren paritalen Augen. Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, also ein Ex-Soldat wahrscheinlich, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Wenn es schief geht, dann einfach weitermachen. Schön fesseln und weitermachen, ne? Ja. Bisschen wie in einer Ehe. Ja. Eigentlich. Kuh der E, um dich zur Seite zu lehnen. Oh nein, wenn sie jetzt den Tipp geben. Dann musst du das jetzt machen. Okay, da ist der Exit, da geht's raus. Okay. Die Hand ist auch krass, oder? Dass er sich da so festhält. Sowas liebe ich ja immer in Spielen. Nein! Aber wenn du dich jetzt umdrehst, verdammte Scheiße, dann steht er doch hinter dir. Na, danke für diesen Tipp, Dennis. Dreh dich um. Gott sei Dank.
Er lebt noch. Ja. Der ruht sich doch nur aus. Er lebt noch. Komm, reden wir mal mit ihm. Vielleicht hast du in dem Raum alles abgesucht gehabt? Ja, da war nichts mehr. Okay. Weil du warst nur auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ein Computer. Ja, da ist nichts. Da ist nichts. Du hast recht. Du hast recht. Dann geh doch weiter. Wie unser, ich habe den Nachnamen vergessen, weil er so scheiße war. Berscher, keine Ahnung. Okay, irgendwie ist der so ein bisschen passiv, der gute Mann. Mit ihm reden kannst du nicht, ja. Oh, noch mehr Leute. Können wir mit denen vielleicht mal... Okay, das ist kein spannendes Fernsehprogramm. Wobei, ist auch nicht schlechter als Berlin Tag und Nacht. Das ist jetzt nicht so, was ich... Ja. Schnee? Wie er aussieht. Warum haben die so komische Klamotten an? Ich weiß nicht so genau, was das Geblinke unten rechts bedeutet. Dass er immer was aufschreibt. Ah, okay. Ein toter Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sind nur noch eine Hülle. Ja, vor allem sitzen sie da rum und wir werden gejagt von unserem Monster. Warum werden die nicht angegriffen? Wie er aussieht. Oh, das sind wohl dermale Eruptionen. Ah. Kann es sein, dass das der Typ ist, der sich selbst verstümmelt hat? Also, aber wie willst du denn beide Hände abschneiden? Das ist tatsächlich relativ abbeißen nacheinander. Alles abknabbern, bis auf die Knochen. Norbert, hast du dich noch nie damit auseinandergesetzt, wie du dir beide Hände abschneiden loswerden kannst? Okay, da sollen wir wohl rein. Die Musik. Oh, da sitzt schon wieder einer. Nee, da saß einer. Okay. Beziehungsweise da sitzt einer, der nie wieder aufsteht. So. Ich habe gerade ein ganz unwohles Gefühl in meiner Bauchpflege. Wieso das? Kann sein, dass mein Körper hier weg will. Oh, guck mal, da ist eine Sicherheitskarte, oder? Schlüsselkarte. Sehr gut. Oh, gut, ich würde vorschlagen, dass wir... Hier erstmal den Break machen. Nein, wir machen keinen Break. Norbert, du hast noch ein paar Minuten. Also die Spielkindergeisterstunde, die muss nicht nach 25 Minuten vorbei sein. Das ist ja die Geisterstunde. Also haben wir jetzt alles abgesucht? Ich weiß nicht so genau. Also vor, laut hier wieder rauszukommen. Du machst überall dieses Telefon, der piep, piep. Das ist so böse. Ach ja, mein. Aber mein Freund, lächelt doch mal. Lächel in die Kamera. Ich hasse immer die Leute, wenn man ein Futterbrat zückt und die dann immer so weggucken. Das ist nervt, oder? Das ist auch so einer. Das machen doch meistens immer nur kleine Mädchen. So, nein, fotografier mich nicht. Nein, geht nicht. Böses Bübchen. Komm ich hier rüber? Die Frage ist, wo ist denn jetzt dieser Sicherheitsterminal? Na, sicherlich irgendwie wieder vom im Hauptraum. Da habe ich ja auch mal so nicht umgesehen. Ne? Na gut. Na, eigentlich schon, ne? Oder wir gehen jetzt einfach mal direkt wieder. Ah! Geh weg! Okay, der hatte mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Husch, weg! Du Gollum, du. Warum hast du meine Sicht? Die Sicht ist total verschwommen. Okay, sie wurden offensichtlich im Schlaf zu diesen Traumerforschungen gezwungen. Das hat ihm nicht so gut getan. Das hättest du jetzt verpasst, wenn wir den Break hätten. Oh, zum Glück haben wir weitergegangen. Ja, ist schön. Komm, jetzt doch jetzt wieder, dass hier irgendwas... Ja, irgendwas ist hier. Irgendwas macht denn diese Geräusche? Oh, dieser Knast. Warum muss das immer in alten, schmutzigen Häusern? Warum kann das nicht mal in so einer Portal-sterilen Hochglanzumgebung sein? Ich laufe jetzt einfach mal durch. Ist das, wo ist denn das Sicherheitsterminal? Das war die Frage. Ist das hier in der Mitte? Ah, guck mal, da liegt noch eine Akte, oder? Kann das sein? Also die leuchtet doch, leuchtet. Ja, nimm die doch mal auf. Aber die hätten wir vielleicht drin gelesen. Hätten wir vorhin schon mitnehmen können. J oder... Ne, wir machen es mal. Achso. Ach, guck mal. Rieseninventar haben wir. Vollziehungsbefehl. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff, bla bla bla. Eidesstattliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert, die Grund zur folgenden Maßnahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch mit Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Ja. Also kippen die da Sputz ins Wasser oder was?
Nach unserer Überzeugung erfordert das durch die eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Deswegen auch die Soldaten unten, weil diese Geschichte da mit der Mutter, die verklagt hat und so, da ist halt was zutage getreten von diesen ganzen Operationen. Ja. Und jetzt hat Murkoff die Reißleine gezogen und gesagt, na gut, dann schicken wir jetzt da Soldaten hin, die da einfach alle umbringen. Und einfach hier alles sauber machen sozusagen. Aber es war schon zu spät. Ich nehme an, so ungefähr ist die Geschichte. Schon zu viele Experimente, oder? Naja, die war einfach schon ein Schritt zu weit, so ein bisschen bei Resident Evil, wo halt immer schon der Virus ein bisschen zu weit sich verbreitet hat, um es noch zu kontrollieren. So, okay, das wäre die Tür. Ich glaube, da wollen wir eigentlich... Hier ist kein Terminal oder sowas, ne? Wir brauchen ja irgendwie so einen Sicherheitscomputer. Kannst du da hinten einfach geradezu rausgehen? Also auf der anderen Seite, gegenüber dieser Haupteingangstür? Da? Unter Proclaim the Gospel? Ja, da. Da gehst du als nächstes hin, ja. Gut zu wissen. Na, guck mal, das sieht doch einladend aus. Da. Die wollen, dass wir hier nach hinten schauen. Laufen oder... Nee, verstehe ich nicht. Im Laufen cooler Ehe scheint doch da. Ja. Ah, okay, dann kannst du wegrennen und... Oh, das ist aber verwirrend, oder? Vor allem, ich weiß ja nicht mal, wie schnell man rennt, ja. Ja, vor allem läufst du dann gleich ins nächste Monster rein, ey. Okay, runter oder rechts? Was ist denn da an der Wand? Guck mal, wir brauchen doch die... Security Room. Das ist, wäre rechts. Ich denke mal, wir müssen später erst runter, weil jetzt wird nämlich der Strom ausgehen. Oh. Der tut uns nichts. Der kommt bestimmt jetzt gleich aus einer Tür rechts wieder raus. Kommt wieder zurück. Mann, ey. Warum sage ich denn sowas eigentlich ständig? Guck mal, die Hand. Ja, ich finde diese Hand so super. Das ist so immersiv. Das ist so richtig drin. Ich würde mal sagen, da ist nichts, das ist besetzt. Ja, ich denke auch. Da hat jemand seine Tage und da... Hat sich jemand große Tage. Ja, das war irgendwie... Ja. Okay. Ja, hat dann so mal er war ein Asiate. Er hat sein Gesicht verloren. Vor Scham. Kann mal passieren. Ja. Müssen wir mal Gia fragen, ob das so funktioniert. Na komm. Oh, dann mach mal. Zeuge. Okay. Der steht doch gleich auf. Nein, tut er nicht. Okay, also der war offensichtlich jemand, der aussagen wollte oder so. Den haben sie dann umgebracht. Gehen wir einfach weiter. Ja, was soll passieren? Also, was ist denn das für ein Scheißlagerraum? Alles voll mit irgendwelchem Dreck. IG. Um erzeugen. Bloody hell. Guck mal, da liegt was. Wo? Auf dem Tisch, ganz hinten in der Ecke, da blinkt's. Ein USB-Drive, oder? Feuerzeug? Batterie. Ah. Guck mal, Tür ist so. Ah, schön. Ja, krieg gleich Hunger. Was bist denn du? Krieg da Durst, wenn ich so viel Blut sehe. Wenn man das erstmal mit so einer Spielebrille spielen diese kann. Diese Oculus Rift-Scheiße, oder? Das ist der Hammer. Ich glaube, wenn ihr das sehen wollt, wie das ist, also ich meine, ihr seht das ja selber dann nicht, aber wenn ihr sehen wollt, wie das auf Leute wirkt, guckt euch mal bei Game One, guckt da mal rein. Ja, die haben auf ihrer Webseite die haben das gemacht. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, aber nur so als Info. Gehen wir hier rein? Norbert, wir machen hier gar nichts. Wenn, dann du. Tschüss. Und der liegt da nur. Ich würde mal zumachen. Ja, bin ich auch. Man kann er denn nicht normal die Tür zu machen? Ja, aber bah! Du musst es jetzt alleine machen, der Lein. Gewalt pur. Da ist nix. Da ist ein Schrank. Ah, guck mal. Oh! Das kann man auch machen. Das ist, glaube ich, der erste Spind, den wir gefunden haben. So, einmal drücken und man ist automatisch drin, aber. Ja, das ist gut. Einfach links hast du jetzt gedrückt. Ja. Einmal drücken, genau.
Er benutzt es generell immer. Da ist nichts. Da ist ein Keyboard. Dann benutzt man das. Guck mal, wollen wir kurz gucken, was man hier so sieht. Na, das ist der Hauptraum. Das ist unter dem Proclaim the Gospel Schild. Ja, und sonst sieht man nichts. Ja. Keine Menschen. Es wäre jetzt fies gewesen, wenn es auf einem der kleinen Bilder plötzlich hier so irgendwie einer gestanden hätte, oder? Ja, nein, wir benutzen einfach mal die Taste. Ja, komm. Hack dich mal rein. Jetzt steht bestimmt gleich einer hinter uns, oder? Mhm. Ich kann mich mal weiß nicht umdrehen. Ja, klar, dann guckst du ja auch auf den Computer. Assessing. Das ist der. Priester. Der macht den Strom aus, weil er nicht will, dass wir weggehen. Und jetzt müssen wir runter. Da kommt niemand. Keine Ahnung. Da scheint doch gerade. Oh doch. Da haben wir wieder unseren. Unser Freund. Unser Diggerchen. Ich trau mich eigentlich gar nicht. Mehr, so. Du kannst ja auch nichts machen. Nee. Soll ich dann rausgehen? Oh, oh, er hat gerade in den Nachbarschrank geguckt, jetzt guckt er gleich in unser. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Oh Mann. Na gut, der so. Sieht jetzt nicht so unendlich intelligent aus. Ja. Mehr so wie ein fetter Neonazi. Oder sowas. Okay. Ich nehme noch. Ich würde auch noch nicht rausgehen. Jetzt? Na, jetzt weißt du auch, wie diese Asiaten in die Schüssel kommen. Frisst denn ihr Maus? Geht's unten schlecht durch. Verdaulich. Sage ich aber auch. Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle aber einen Break. Ja. Ich finde, wir haben schön reingeguckt. Guter Punkt erstmal. Ich möchte auch gar nicht so ein Fazit bringen, weil mir gefällt es extrem gut. Mhm. Ich finde es richtig schauderhaft und ich bin ja absolut nicht zu haben für. Guck mal. Ah, jetzt. Ja. Absolut nicht zu haben für Horror und so eigentlich, aber also macht mich richtig alle, deswegen sollten wir auf jeden Fall weiterspielen. Mhm. Aber zumal diese Horror-Geisterpsychiatrie-Geschichte. Das ist so heftig, oder? Einfach ziemlich so genial. Diese, man weiß einfach nicht, was noch kommt, das könnte beliebig erweitern. Also na, vor allen Dingen, weil sie ja nicht nur eine Psychiatrie haben mit Irren, das ist schon schlimm genug, weil der menschliche Geist, wenn der Mensch abdreht, dann ist das furchtbar. Weil die werden dann alle wahnsinnig, wie der Typ im Rollstuhl eben, der jetzt angesprungen hat und sowas. Sowas finde ich furchtbar. Aber jemand, der nicht mehr schlafen will, ja, weil er Angst jemand, der nicht schlafen will, weil er Angst vor seinen Träumen hat. Und dann aber auch noch so mutantenartige Viecher, weil die ja mit irgendwelchen Chemikalien vollgepumpt haben. Also das auf einmal und dann noch ein verrückter Priester. Das macht eigentlich alles irgendwie furchtbar. So, und natürlich eine riesige, böse Organisation, die wieder mal viel zu viel Geld hat und schlimme Experimente machen will. Also Umbrella-Style. Ja, gefällt mir sehr gut. Spielen wir auf jeden Fall weiter. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge der Spielkinder-Geisterstunde. Ja. Tschüssi.